So, wir können... kurz das Auto gleich mal betrachten. Ja, können wir. Das Auto läuft mit 100% Energie. Wunderbar. Und wir starten direkt nach Reading durch. Müssten jetzt eigentlich um einiges schneller sein, ja? Okay. Ich glaube, ich wollte zu der Stadt Müll. Mein Auto steht doch gleich da. Ich muss, glaube ich, merken, wo das Auto jedes Mal steht. Das haben wir echt verloren. Ich muss kurz mal überlegen, wo wir eigentlich jetzt hin wollten. Also, wer verkauft uns irgendwas? Was? Du hast es verkauft? Die Mine? Ich glaube schon. Ja, genau. Gibt es hier Arbeit in Reading? Tja, ist einer der Sheriff, dann die Mietenbesitzerin, die nach irgendeinem Ersatzteil für eine ihrer Maschinen suchen. Das hatten wir, glaube ich, schon. Lass mich auch was anderes fragen, Bürgermeister. War letzte Zeit irgendwas los? Genau. Aber wir suchen immer noch... Wo war denn das nur? Wer hat mir das verkauft? Ich glaube, du warst es doch. Was tust du hier? Mirka, das Casino, blablabla. Ah, Übertragungsurkunden. Ah, ja, genau. Alle möglichen Privatgrundstücke. Ja, im Moment habe ich zum Beispiel eine wunderschöne Übertragungsurkunde im Angebot. Was ist das? Die Übertragungsurkunde für die große Wanamingo-Mine. Erzähl mir mehr. Okay, ein Profit. Hört sich gut an. Wie viel war das nochmal? Das waren 1000. Ja, ich kaufe sie. Und da habe ich nur 5166. Okay, man sieht sich, Bürgermeister. Der Vorschlag von wem auch immer, ich weiß leider nicht mehr, wer es genau ist, war nämlich sehr, sehr gut eigentlich. Denn natürlich, wir säubern die Mine ja sowieso. Warum sollen wir nicht auch doch die Mine vorher kaufen? Ich würde aber vielleicht einfach mal diesmal hier unten reingehen, weil hier hatte ich, glaube ich, noch ein paar Möglichkeiten, mich kurz vorher noch zu verschanzen oder wie auch immer. Speichern nochmal. Also nicht direkt angegriffen zu werden von so einem Vieh. Bevor es denn losgeht. So. Wo seid ihr denn, ihr kleinen Viecher? Ihr seid hier. Meine kleine Freundin kommt gerade rein. Ja, die Suppe schmeckt sehr gut, Schatz. Vielen Dank. Gut. Ja, Kampf beenden. Ich habe gerade ein kleines Gläschen ganz still und leise reingegeben mit einem Spuckschluck Kürbissuppe drin. Und wollte wahrscheinlich wissen, wie der schmeckt. Und ich, ja. Wenn sie schon gerade kocht, kann ich jetzt auch mal. Und um mir die Freiheit gibt, diese Let's Plays hier durchzuführen, kann ich auch mal das dafür unterbrechen, nicht wahr? Warte mal, hier war ja alles in Ordnung. Ja, warte mal, wo sind denn hier? Hier waren doch so die Wanamingos oder was? Ach, hier sind die. Ach ja. Gut, warte mal, lass kurz mal speichern, ab und zu mal. So, Wanamingo war ja ziemlich heftig, das wissen wir ja. Und ich möchte offen gestanden nicht mehr als eins gleichzeitig haben. Und hier werde ich hauptsächlich mit kritischen Treffern arbeiten. Ich stelle mich hier vorne hin und guck mal, ob ich eins davon gleich hier sieht. Es sind hier zwei. Komme ich eigentlich da oben hin? Da oben komme ich so rein. Ah. Hallo? So ein Schritt weiter vor wahrscheinlich. Oder sieht es mich schon? Es kommt auf mich zugewatscht mit seinen komischen Tentakeln. Okay. Ich gebe dir diesen für 3. Lasst euch insgesamt. 120, na das geht ja noch. Und ich setze nochmal 3 weitere drauf. Da hast du schon mal 6 weg. Das noch weitere 20 Mal und schon bist du tot. Ja. Okay. Gut, jetzt wird Züge angegriffen. Also gut, relativ. Ich bekomme aber nur einen Trefferpunkt. Schaden, sehr gut. Die Rüstung zahlt sich doch aus. So, mein Freund. Ich hätte gerne einen kritischen Treffer mal. Nicht bei Cassidy, bitte. Aber 36 Punkte gerade, sehr schön. Jetzt wird Cassidy angegriffen. Oder wer? Du greifst wiederum wahrscheinlich mich an. Sehr gut. Deine Panzerung ist sehr stark. Okay, aber die Schrotflintentreffer bringen durchaus was. Au.
Ich wurde getroffen, aber ohne Schaden. Dennoch macht ihr durchaus nicht wenig Schaden, muss man klar sagen. So, ich werde mal kurz mal nachladen. Hab jetzt noch die Chance auf einen Einzelschuss. Mach ich doch gleich mal. Und würde versuchen, deinen Kopf zu erwischen. Natürlich. Was sonst? Leider nur 3 Trefferpunkte weiterhin. Geh weg. Also einen können wir töten, aber ich glaube, einer von uns könnte dabei sterben. Nicht laden. Oh Gott, ich bin doch doof. Ja gut, dann mach ich nochmal Einzelschuss. Der Kampf ist eh versaut. Sehe ich da jetzt schon den Kopf kommen. 2 Trefferpunkte. Wow, ich treffe den Kopf und das ist noch weniger als vorher. Komm, Julik, lebe. Wow, wie kann man mit der Schrotflinte jetzt daneben schießen? Aus der Entfernung. Ist mir nicht ganz klar, Sulik lebt scheinbar noch. Ich treffe dich für 3, ich versuche kurz mal ihn abzulenken hier. 32, das läuft doch schon mal nicht schlecht. Stimpack? Jawohl. Ist bei eins von diesen Viechern tot? Ja, sie greift mich an. Wow, hat ja. Das war nicht so schön. Ich muss also ein bisschen aufpassen bei den Hitpoints. Also ein bisschen ist gut. Ich muss deutlich aufpassen mit meinen Hitpoints. Werde also kurz mal mein Stimpack auf mich anwenden. Okay. Und die Waffe wechseln. Wer hat eigentlich gerade wie viele Trefferpunkte? Du hast noch 3. Oh, 3 ist gut. Das heißt nicht, dass du tot bist. Und jetzt muss ich auch mal. Ich kann auch nachladen, wenn ich schon dabei bin. Komm. Wir müssen das Vieh erwischen. Das ist ja echt eine Ressourcenschlacht mit dir. Warte mal, wie viel hast du denn? Du hast noch. Oh, 75. Das ist ein bisschen viel. Dann werde ich einmal anschießen. In Hoffnung, dass ich kritisch treffe. Tue ich aber nicht. Und laufe dann ein bisschen weg. Tschüss. Ich hoffe, dass du nur einen einzigen Angriff hast. Hast du nicht. Schlecht. Okay. Wie viel hast du noch? 61. Ne, das kann ja wohl nicht viel werden. Ja, vielleicht treffe ich zufälligerweise kritisch. Tue ich nicht. Vielleicht greift es vielleicht doch nicht mich an. Tut es aber. Na gut, das dazu. Die erste Schlacht war auch mal nicht so gut. Ja, vielen Dank, dass ich gestorben bin. Danke für das fantastische Sequenzchen. Gut, ich will also nicht hier unten rein. 2 auf einmal sind offenbar ein bisschen hart. Und ein bisschen meine ich viel zu hart. Ja. Yeah. Ich muss also versuchen, irgendwie noch mehr Schaden irgendwo anzurichten. Die Frage ist, wo? Oh, die Tür ist offen. Das ging ja leicht. Die war, glaube ich, eine Ratte oder sowas, ne? Ja, war sie. Bitte gehen Sie weg. Ich habe 2-mal auf die Ratte geschossen und sie ist nicht tot. Ich habe sogar getroffen. Wollte gerade sagen, war noch eine Ratte irgendwo? Ach, hier vorne. Ja, ja. Dankeschön. Kampf beenden. Kampf beenden. Ach so, du lebst noch? Jetzt bist du erst tot, natürlich. Wir speichern das Ganze wieder. Ja, auf schnell. Ja. Und gehen jetzt hier rein. So, was haben wir denn hier? Wir haben, das ist irgendeine kleine staubige Schachtel. Die nehme ich und, voilà, schau sie mir genauer an. Fertiggericht, sieht nicht aus, als wäre es essbar. Du bist auch nicht sicher, ob es das je war. Wahrscheinlich ist es immer noch haltbar, schätze ich mal. Speichern, was haben wir denn hier in dieser kleinen Truhe daneben? Oh, leckere Äpfel, die sind wahrscheinlich noch frisch. Oder relativ frisch. Was ist das hier? Ist das eine Destille? Ja, ein Destillator. Ja, okay. Habe ich irgendwas jetzt gerissen? Nein. Gut, okay. Dann lass es mal weitergehen. Ich nehme an, das war ja nicht die Hauptattraktion hier, sondern die Frage ist, wo kommen wir hier rein, nicht wahr? Oder hoch? Ja, okay. Was? Ach, eine Ratte. Natürlich eine Ratte. Stirbratte. Dankeschön.
Speichern und wir gehen hier hoch. Ah. Die Hinterräume. Hä? Wo genau kam ich jetzt hier eigentlich gerade raus? Hier irgendwie? Ach da! Normalerweise war ich hier schon. Nützt mir also nicht so richtig viel. Super. Okay. Müssten wir uns also wieder um die Vanamingos kümmern. Vielleicht gleich mal vorher nach. Wir brauchen definitiv bessere Waffen mit mehr Feuerkraft. Wie viel Feuerkraft hat das denn gerade? 12 bis 18 Schaden ist eigentlich gar nicht mal so gering. Aber leider auch nicht genug. So, normalerweise springen hier mal zwei rum. Lass das mal dahin gehen. Wo bin ich gerade? Ich bin hier, genau. Vielleicht treffen wir da auf ein einzelnes Exemplar. Was wir erstmal niederringen können. Und irgendwann, wenn wir stark genug sein, werden wir genug Schaden auspacken, um zwei zu töten. Ach, das sind nur Ratten. Sehr schön. Und. Ja, beide wurden getötet. Ein höllischer Kampf. Gut. Speichern. Wo sind wir denn zum Beispiel jetzt hier? Was sind das hier für komische Automaten? Spielautomaten. Das finde ich aber interessant. Ah ja. Kann ich die irgendwie, wenn ich die reparieren würde, kann ich da irgendwie Geld rauszapfen? Ich kann das nicht reparieren. Nein, aber hier haben wir Regale. Okay, weitere Regale. Eine Kiste. Ich ahne, dass wir hier beim Casino irgendwie rauskommen. Ach, warte mal, der Hinterraum ist Casino. Das kann aber einiges an wertvollen Dingen liefern. Ja. Oh ja. Da kann ich auch noch vielleicht mal gucken, was ihr so alles hier habt, ne? Die Vanamingo-Mine kann sich doch als lukrativer rausstellen, als man, als ich eigentlich dachte. Das meint er also mit, was ist das denn? Kugeln und Kanonen. Das meint er also damit, dass wir durchaus Profit rausschlagen könnten. Aus dieser Mine. Auch wenn er selber nicht wusste. Hier ist auch nichts drin. Na, okay, hier ist doch nicht so viel, wie ich dachte. Nein, ich will da ehrlich gesagt nicht rein. Aber nicht durch. Na gut. Hat sich auch gestanden nicht so gelohnt, wie ich das gerade gerne gesehen hätte. So. Okay, wir haben hier unten zwei Vanamingos. Ich verstehe, die werde ich noch nicht wegkriegen. Habe ich begriffen. Aber, wir können mal versuchen, hier in den nächsten Abschnitt zu gehen. Vielleicht treffen wir ja irgendwie noch ein einzelnes Exemplar, woran wir erstmal unsere unglaubliche Wut auslassen können. Speichern. Weil ich will jetzt ganz gerne noch ein Vanamingo in dieser Folge am heutigen Tage töten können. Da ist eins. Dummerweise zähle ich da gleich wieder zwei. Warte, jetzt bist du einzeln. Komm ran. Kommst direkt ran. Und haust mir erstmal 7 Trefferpunkte um die Ohren. Wahnsinn. Sag mal, 2x95% und beide Mal treffe ich nicht. Ist klar. Und du reißt mir gerade mal den Bobs auf, oder was? Ist richtig. So, mein Freund. Wollen wir vielleicht mal einen kritischen Treffer üben? Er wurde getroffen ohne Schaden, der Vanamingo. Bist du irgendwie ein Super Vanamingo oder sowas? Ja, okay. Ich bin gleich tot. Alter, ich habe schon dreimal daneben geschossen. Was bei meinem Schusstalent schon ziemlich lächerlich ist. Und du triffst eigentlich jedes Mal. Habe ich irgendwie versehentlich meine Rüstung abgelegt und gegen den Deppenanzug eingetauscht oder was? Ach, natürlich bin ich. Guck mal hier. Auf was kann ich denn schießen? Kann ich einen Tentakel von dir wegschießen? Den rechten Fuß. Da, weg ist der Fuß. Doch nicht. Doch, weg. Ja, ich bin gleich tot. Ich bin... Wow, 9 Punkte. Ich raste aus vor Glück. Sind eigentlich kritische Treffer bei euch? Ach doch, sind möglich. 34, immerhin. Jetzt bin ich gleich tot. Ich bin tot. Gut, dieser Kampf lief mehr als gescheit. Das kann man ruhig mal so sagen, wie es ist. Ich werde es noch einmal probieren. Und dann beende ich diese Folge erstmal für heute.
Schnell laden, genau. Ich meine, kann ich euer Ernst sein, dass ich nicht mal einen einzigen Mandamingo töten kann, mit der besseren Rüstung mittlerweile sogar. So, hier sind zwei, da ist wieder eine Leiter nach oben, da ist eine Leiter nach oben, da ist Geröll und Blut und da ist ein Wandamingo offenbar, der mich schon direkt gesehen hat. Na dann. Go get him. Ach, jetzt treffe ich offenbar. Zwei Trefferpunkte. Das war auch mal nicht schlecht. 57. Was? Du bist doch nicht tot. Okay. Ist das Vieh irgendwie gelähmt oder was? Eine Frage. Wie steht's eigentlich um dich? Du bist nicht mehr so gut am Leben. 16 Trefferpunkte. Okay. 2. 4. Ah, da lebst du wieder. Wollte gerade sagen. Du hast ganz schön lange gelegen, mein Freund. Verfehlt. Das ist schlecht. Und wir haben noch einen weiteren Wandamingo. Aber vor dem können wir möglicherweise sogar in den nächsten Abschnitt wieder fliehen. Nötigenfalls. Könnte bitte mal irgendjemand diesen Wandamingo auch vor mir töten. Das wäre super. Oh, ich habe keine Munition mehr. Dann lade ich kurz nach. Ja, komm, mach den einzigen Schuss, ist egal. Und laufe die restliche Zeit weg. Ah, Sulik ist jetzt nicht wirklich hilfreich in dem Wandamingo-Kampf, offenbar. Er haut ab oder macht Backflip, wie auch immer. So, eine Frage. Bist du der mit den vollen Lebenspunkten? Nee, du bist der mit den zwei Lebenspunkten. Dann bist du jetzt tot, wahrscheinlich. So sehen also Wandamingos aus, die sterben. Und so sind meine Amigos aus, die viel zu wenig Schaden bekommen. Ich habe jetzt aber auch diesen Weg meiner Amigo nur töten können, indem ich zwei Crit-Treffer landen konnte. Okay. Ich laufe kurz mal für 4 weg und schieße dann. Hätte ich vielleicht andersrum machen sollen. Oh ja. Das war auch mal ganz gut. Ja, dann schieße ich nochmal. Und lauf wieder weg. Weglauf ist eine feine Sache. Weil der Wandamingo beherrscht ja nur Nahkampf. Aua. Aber den dafür nicht schlecht. 19 Punkte, ist auch nicht verkehrt. Vielleicht kriegen wir dich doch noch tot. 65. Alles ist möglich, wenn wir nur dran glauben. Und er zog daraufhin 2, 3 Punkte ab. Naja, gut. Sulik, du bist echt so nutzlos wie Toilettenpapier mit Löchern. Okay. Ein Trefferpunkt ist nicht viel. Ich versuche wieder einen kritischen Treffer zu landen. Kann ich aber nicht mal. Ich kann nämlich nicht mal schießen. Und ich trotzdem. Nochmal 38. Sehr gut. Ach, kann ich nochmal. Na gut, dann. Weg. Oh, hast du getroffen? Nein, hast du nicht. Doch, hast du aber ohne Schaden. Ich werde von den Beinen gefegt. Cassidy macht sein Ding. Wie viel hast du noch? Noch 19. Ich glaube, mir einbilden zu müssen, dass wir einbilden zu können, dass wir das vielleicht sogar überleben könnten. Du hast noch 17. Jetzt hast du noch 15. Oh, jetzt hast du noch 10. Interessant. Ich werde ein Stimpack möglicherweise nehmen müssen. Sieht's aus? 9. Das ist mir. Hier ist mir das zu riskant. Ich mach's trotzdem. Ich nehme mein Stimpack. Die zwei Aktionspunkte gönne ich mir. Und laufe die restliche Zeit weg. Lalala. In der Hoffnung, dass mal irgendjemand das Ding hier trifft. Am besten Cassidy. Der macht mir jetzt noch ein bisschen Schaden. Cassidy macht ein bisschen Schaden, wie ich gerade sagte. Und der macht nichts dergleichen. Okay, ich schieße also auf dich. Das war auch mal ganz gut. Das war sogar sehr gut. Ich habe dich getötet. Beende den Kampf. Wie viel bringen zwei Wanamingos? 1200 Erfahrungspunkte. Alter Schwede. Los, gib mir deinen Kram. Ach, das war's schon. Okay. Das waren bestimmt die einzigen beiden Wandamingos, nicht wahr? Hüstel. Gut. Dann gehen wir. Achso, ah, Gott, Gott. Wir werden speichern. Oh ja, wir werden speichern. Wir werden sowas von speichern. Ja, wir speichern sogar dreimal. Mit dreifacher Bestätigung. Was habt ihr denn gerade so bewacht? Außer jede Menge menschliche Knochen. Es ist erstaunlich, wie viele Schädel irgendwo rumliegen.
Wir sehen Stalagmiten, das ist ja fantastisch. Ein natürlicher Auswuchs des Felsbodens. Danke, danke Fallout. Ich bin sehr froh, dass du mir das gesagt hast. Hier geht es in einen anderen Bereich, okay. Ich würde gerne mal wissen, ob es noch weiter, hier gibt es noch Blutspuren überall, hier ist Blut. Aber hier ist kein Mandamingo offenbar. Hier ist auch Blut. Warte mal, sehen wir noch irgendwo irgendwas? Nein, sehen wir nicht. Gut, dann beende ich hier mal kurz den Kampf. Was ist denn hier? Hier kamen wir auch irgendwo raus mal. Ich will nur ganz kurz eine sichere Position suchen, von wo wir aus, weiter vordringen können. Ach ja, hier war der Brunnen. Ah, okay. Ah ja, okay. Dann gehen wir wieder rein. Können wir uns eigentlich hier unten jetzt ausruhen? Ist natürlich die Frage. Dann wäre hier nämlich nichts mehr. Machen wir kurz 10 Minuten. Oh ja, hier ist nichts mehr. Gut. Dann lass uns doch mal bis zu meiner Heilung ausruhen. Hätte ich auch mal machen können, bis ich, gleich die Folge beende. Aber egal. Jetzt kann ich nicht mehr abbrechen. Wir werden uns also jetzt bis zur Heilung ausruhen. Werden morgen versuchen, weiterhin die Mandamingo-Mine zu stürmen bzw. zu bereinigen. Wir schaffen es ja offensichtlich, einen Mandamingo einzeln zu töten. Beziehungsweise, wenn wir sehr viel Glück haben mit kritischen Treffern, also das sollten wir eigentlich immer haben, dann schaffen wir es sogar vielleicht sogar zwei zu legen, wenn der erste am Kampf anfangs nicht teilnimmt. Aber das war auch der einzige Grund, warum wir den ersten überhaupt richtig töten konnten. Dadurch, dass wir gleich mal irgendwie zwei kritische Treffer verpasst haben und er daraufhin ausgenockt wurde für mehrere Runden. Lass dich kurz mal. Warte mal, das war eine Leiter war hier. Eine Leiter war hier. Okay. Dann war hier noch eine andere Zone. Wir stellen es einmal davor auf, um dem morgigen Lars, den Sonntags-Lars, anzuzeigen, dass wir hier rein wollen. So, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.